42,4% aller Asylanträge, die in erster Instanz negativ beschieden werden, werden in zweiter Instanz wieder vom Bundesverwaltungsgericht aufgehoben. Das beweist eins, die Rechtsstaatlichkeit steht massiv unter Druck. Es gibt Druck von oben und das darf eine Demokratie sich nicht gefallen lassen. Deswegen müssen wir ganz wachsam sein auf die Rechtsstaatlichkeit und auf die Demokratie.